Mein Name ist Katrin Ebert, ich wohne in Berlin-Prenzlauer Berg und mein Vorredner hat gerade von einem Haus erzählt in Weißensee, das gerade entmietet wurde mit der Unterstützung, ja, da hat es halt gebrannt, keine Ahnung. Ja, was passiert denn mit diesen entmieteten Häusern? Wer zieht denn danach in diese Häuser ein? Da gibt es eine ganze Menge Träger, also gibt es psychosoziale Betreuungsträger, da gibt es Träger, die Wohngemeinschaften für Jugendliche dort einrichten. Also ein ganz großer Träger ist Independent Living. Der hat sich durch alle Stadtbezirke gezogen. Die Spezialität, also ihr kennt sicherlich auch persönlich die verschiedensten Betreuungsträger. Die heißen manchmal Prenzlcom oder Use, Pinel, Wir und wie gesagt Independent Living. Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber man kann da recherchieren im Stern, den Betreiber eingeben, den Namen, glaube Andreas Schor, soweit ich mich erinnere, 2010 Stern, da werden Millionen umgesetzt bei Independent Living. Die Spezialität des Hauses ist unbetreutes Einzelwohnen von Jugendlichen, die 15, 16, 17 Jahre sind, die kassieren pro Kind zwischen 4, 5, 6.000 Euro. Bitte seid aufmerksam, es wird alles verhökert, was nicht nied- und nagelfest ist. Das sind die Häuser, das sind die Wohnungen, das sind unsere Grünanlagen, das sind unsere Seen und das sind vor allem auch unsere Kinder, die weitergehandelt werden. Das Thema heißt Pflegefamilien. Sicherlich ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Extremen Werbekampagnen für Pflegefamilien. Ich werde später dazu noch mal was sagen. Jetzt wird hier gedrängelt und die nächsten Redner wollen das Mikro haben. Ich werde zum Thema Kinderhandel nachher auf der Abschlusskundgebung noch etwas sagen. Ja, vielen Dank. Wir wollen wirklich keinen abwürgen. So ist es nicht gemeint. Es ist erstmal schön, dass du spontan hier auch dazu geredet hast. Ich will es noch mal kurz erklären. Wir sind eine riesen Vorbereitungsgruppe gewesen mit 30 Initiativen und wir haben heute diese Demo geplant und die Redebeiträge sind natürlich nicht spontan, sondern eingetaktet in Aktion. Und wir wollen euch natürlich auch genau noch genügend Raum geben, um auch in ein gutes Demo-Feeling zu kommen. Deshalb auf der Abschlusskundgebung gibt es genügend Platz auch noch für alle spontan reden, also keiner wird hier abgewürgt. Aber jetzt würden wir vielleicht mal einen Song auch spielen, weil es ist ja nicht nur eine Frage, dass wir erkennen, dass Kapitalismus scheiße ist, sondern dass wir genau das auch umsetzen in eine Tat, in eine Handlung, in eine Blockade, in eine Besetzung. Und deswegen lasst uns jetzt ein bisschen Kraft schöpfen für ein gutes Feeling.